Willkommen bei meinem neuen Video. Ich habe leider vergessen, eine Einleitung zu filmen, darum müsst ihr euch mal kurz mit einem Standbild begnügen. Heute geht es um diesen alten Plattenspieler. Das ist ein DJ-Laufwerk, was ein seltsames Geräusch macht. Nun hört selbst. Viel Spaß mit dem Video. Also, wenn der Plattenspieler ausgeschalten ist und ich mache jetzt etwas, was man normal nicht macht, hört ihr das? Das heißt, das Signal kommt in den Verstärker. Allerdings, wenn ich jetzt den Strom aufdrehe, hört ihr das? Strom ab, Strom an. Und ich habe auch schon die Ursache für dieses Geräusch herausgefunden. Ich zeige euch, wie ich das gelöst habe. So, ich habe das Laufwerk jetzt einmal geöffnet. Das heißt, die Schrauben habe ich schon einmal entfernt. Jetzt heben wir ganz einfach diesen Deckel ab. Der ist recht schwer, weil da unten noch eine Metallplatte ist. Gut, dann schauen wir uns das einmal genauer an. Hier haben wir den Trafo. Der zwei Spannungen erzeugt, einmal hier zum Motor, das ist ein direkt getriebenes Laufwerk. Und dann geht hier eine Stromleitung hier vorbei. Und das ist nämlich jetzt der Fehler, den ich vermute. Es geht hier vom Trafo, geht eine Stromleitung hier unter die Platine, wo die Control drauf ist und ein Fußschalter. Und hier sind die Anschlüsse, die hier weitergehen zum System. Das heißt, wir haben hier eine Wechselstromleitung liegen, die genau hier bei den Leitungen vom System vorbeigehen. Und dadurch, dass da so geringe Spannungen drinnen sind, vermute ich, dass eben weil es hier offen ist und die Abschirmung. Hier ist noch eine Abschirmung nochmal drüber, nur die hört ja hier auf. Vermute ich, dass die Störungen jetzt ganz einfach von dem Stromkabel hier kommen. Was ich jetzt machen werde, ich werde diese Leitung von hier wegbringen und dazu ziehen wir hier mal den Stecker ab. Das geht relativ schwer, das sitzt ziemlich gut. So, dann fädle ich den hier mal retour. Schön weit weg. Und jetzt werden wir dann probieren, wie lang die Leitung darüber ist. So. Gut, den können wir hier unter dem 220 Volt. Die Leitung geht sich herrlich da aus. Das heißt, ich stecke das hier wieder mal an. So. Und jetzt haben wir hier nur noch die Leitungen vom System zu den Ausgängen, die dann zum Verstärker gehen. Und jetzt werden wir uns anschauen, wie wir das am besten fädeln. Hier ist der Magnet für die Bremse. Der sollte nämlich an frei bleiben. Und wenn wir das hier so fädeln, sind wir weit genug weg. Oder noch besser so, sind wir weit genug weg mit dem Stromkabel von diesen empfindlichen Signalleitungen. Fixieren werde ich das Ganze mit so einem Abschirmband. Das ist ein Alu-Klebeband. Da schneiden wir mal einen Streifen runter und kleben dann damit die Leitungen fest. So. Das ist auch halbwegs schön ausschaut, wenn man es mal wieder öffnet. So, einmal. Da sehen Sie hier dann nicht, wo das. Obwohl. Wird schon passen. Schwerkraft, Deckel, ja, macht nichts. So.
Und jetzt haben wir hier überhaupt keine Stromleitungen mehr. Und jetzt werden wir den Plattenspieler wieder zuschrauben. So. Das machen wir jetzt off-cam. Und wir werden es dann nochmal testen, ob dieses Geräusch jetzt weg ist. So, alles wieder zusammengebaut, alles auf den richtigen Platz gestellt. Wie ihr hören könnt vielleicht, Lautstärke ist noch alles eingestellt wie vorher. Und ich halte euch jetzt mal das Mikrofon zum Lautsprecher und ihr seht, wenn ich einschalte. Ausschalte, also das Geräusch ist weg. Ich vermute, das ist ein Konstruktionsfehler bei diesem Laufwerkstyp oder es wurde damals im Werk versehentlich irgendwas falsch zusammengeschraubt oder Kabel falsch verlegt. Gut, das war's für heute. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Video. Test. Test, Take 2.